So, ich probier's mal. Ich weiß nicht genau, wie es dann aussieht. Ach, ich kann die Treppe jetzt sowieso nicht. Ich kann die jetzt ja selber nicht umdrehen. Da müsste ich jetzt hinten wieder alles aufbauen, oder? Kann ich die von hier aus bauen? Nee, ich glaube nicht. Nee. So wird's gehen, hätte ich da ein Regal. Das sieht aber auch irgendwie schrottig aus, oder? 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 Pass auf. Oder? Wir gehen mal ganz drunter. Haben wir noch Carpenter? Ein Carpenter nehmen wir nochmal mit. So. Boah. So, das müsste doch theoretisch... Also geht das? Kann ich jetzt hier... Jetzt kann ich es nicht aufmachen, aber wenn ich jetzt hier dagegen plömple, geht das? Dann geht's. Okay, alles gut. Dann hätten wir das so... Okay, da kann man trotzdem noch durchgucken. Verdammt. Ganz kurze Frage. Kommt da was an? Nein. Die geht nicht durch. Hä? Warum geht die jetzt nicht durch? Das hat gerade eben noch funktioniert. Ah, deswegen geht die nicht durch. Jetzt ist sie durch. Okay. Geht trotzdem nicht mit dem, mit dem Schalter. Geht trotzdem nicht. Fuck. Das darf doch nicht wahr sein. Es geht trotzdem nicht. Ich hasse Redstone manchmal so sehr. Ich hasse es manchmal so sehr. Es hätte so schön gepasst, gerade noch so. Alles auf engstem Raum. Da oben drauf ist keine Option, glaube ich. Nee, da oben drauf, da ist ja schon Dingens. Es ist sehr kompakt hier hinten. Aufs Rohr kann ich so einen Schalter auch nicht stellen, ne? Hier oben drüber ist ja schon die Treppe. Das heißt, da kann ich gar nicht weiter nach oben bauen. Sonst hätte ich gedacht, kann ich hier vielleicht eine Facade drauf machen und dann geht's? Okay, pass auf. Die kommt weg. Und kommt jetzt... Ich hoffe, das funktioniert. Hier nach oben. Das sieht ein bisschen komisch aus. Dann machen wir hier den Hebel hin. Pass auf. Zack. Der ist an. Und die Engine machen wir einfach hier hin. Zack. Fertig. Da dürfte nichts mehr... Da ist jetzt nichts mehr im Weg. Rein gar nichts mehr. Und wir können sogar nach hinten gehen und gucken, was da los ist. So läuft's, Freunde. So läuft's. Gut. Das Ding hier wollte ich eigentlich nach vorne klopsen. So, dass es da vorne ist. Und dann können wir da irgendwas Beliebiges drauf machen. Und wir können sogar noch ein bisschen ein... irgendwas Schönes draufhängen oder Licht drauf machen oder sonst irgendwas. Hier würde ich gerne... Pass auf. Machen wir auch eben noch. Pass auf. Jetzt kommt's dicke. Umba-Lumba. Hallo, ich bin eine Dicke. So, hier. Hallo. So. So, ich teste das gleich nochmal aus, ne?
Und hier drunter dürfte nichts sein. Unter dem Hebel ist nur Wand. Unter dem Hebel ist nur Wand, weil das hier ist die Wand vom Lagerraum. Also da kann diesmal nichts mehr stören. Und wenn ich jetzt hier noch eben so. Pass auf. So. Verstehst du? Okay, sieht man hier allerdings sehr gut. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber theoretisch wäre es halt schön, dann kannst du hier reingehen und gucken. Aha, was ist hier passiert? Was ist denn das hier? Der kann auch weg. So, aha, 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 aha. Mhm, zu. Würde theoretisch gehen. So. Sieht hier unten nicht schön aus. Vielleicht mache ich... Na, komm, die Tür brauchen wir eigentlich nicht, oder? War eine schöne Idee, aber... Nee, komm. Dann lieber darauf Wert legen, dass die Kiste hier so aussieht, als wäre die da wirklich eingesetzt. Die Tür ist einfach zu dünn. Voll die dünne Tür, Alter. So, warte. Eine Sache noch. Da hinter der Kiste können wir da vielleicht noch diesen Ding, dieses Ding da vielleicht austauschen. Gegen... Naja, ich mach's jetzt mal so. So. Jetzt mit den Slab da oben nämlich. Immer verhakle ich mich irgendwo. Ja, man sieht den Slab da oben. Das ist ein bisschen doof. So, ich hoffe, das geht jetzt. So, jetzt sieht's einfach dunkel aus dahinter. Okay, das passt besser. So. Okay. Müsste funktionieren. Ganz kurz, ich teste vorher lieber nochmal vorsichtshalber durch. Also hier müssen wir gar nicht testen normalerweise, aber trotzdem hier. Ein Soapstone rein. Flups. Und er geht nach oben und... Piu! Pulverisiert. Sehr gut. Dann hier unsere Reihenkiste. Warte, warte, warte. Da mache ich mal ganz kurz eben aus dem Rucksack den hier. Und dann hier Stone Transport und dann mache ich nochmal ganz kurz Soapstone. Soapstone dürfte nicht ankommen, das wird einsortiert unten und das andere müsste eigentlich ankommen. Jetzt dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben, normalerweise. Boah, Alter. Ich glaube, da sieht man immer noch Gras, oder? Da ist immer noch Gras. Okay, wir müssen dahinter nochmal irgendwie was gucken, dass wir da vielleicht nichts machen. Und da ist er angekommen. Yeah, es funktioniert. Es funktioniert. Sehr schön. Dann kommen wir hier rein und da raus oder sowas. Oder hier in, out oder hier Lager, ins Lager, aus dem Lager. Keine Ahnung. Und theoretisch könnte man auch noch Sachen machen, dass man unterwegs sich so Sachen irgendwie... Ja, aber das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Ich denke ja schon wieder zu viel, zu weit. Dann denke ich mir, dass man unten noch irgendwelche Möglichkeiten hat, so etwas in die Kiste zu packen. Und das wird automatisch hier nach oben sortiert und landet hier. Falls man irgendwas aus dem Lager braucht und das hier hochschieben kann oder so. Aber ganz ehrlich, wozu? Wozu? Theoretisch kann man die Kisten hier noch erweitern, hier hin und dahin. Aber dann können wir dahinter nicht mehr gucken. Auf jeden Fall hat es endlich funktioniert. Oh, Alter. Oh, Gott sei Dank. Die Sortierkiste draußen ist weg, das Büro ist ein bisschen größer. Wir haben noch ein bisschen mehr Platz. Ich würde hier vielleicht noch... Diese Kiste müsste noch weg, das müsste man noch alles irgendwo sortieren. Diese Sachen hätte ich gerne noch... Für Mystcraft hätte ich gerne noch irgendwo ein eigenes Räumchen oder sowas. Für Soundcraft vielleicht auch. Das ist momentan alles nur so in Kisten gehalten hier. Da würde ich gerne noch irgendwo irgendwas bauen, vielleicht etwas weiter von hier. Für Soundcraft zum Beispiel so ein Zaubererturm oder irgendwie sowas. Irgendwas, was halt passt. Und dann müssen wir da halt rüber, wenn wir... man müsste natürlich auch die Sachen da einsortieren, aber ich denke, das ist okay, oder? Ich denke, das ist okay. Alter Schwede, schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Für die Pipes brauche ich noch was Eigenes. Da brauche ich auch noch eine eigene Kiste, aber dann haben wir natürlich mehr Platz für alles. Die große Kiste an die Wand. Naja, das kommt drauf an. Das hier zum Beispiel würde ich gerne die Müßkraft-Sachen, wie gesagt, so was Eigenes kriegen. Und den ganzen anderen Kappes, ich muss das auch mal einsortieren irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, was hier Sulfur, la. Es gibt einfach so viel Krams. Es gibt so viel Krams, dass ich einfach auch teilweise gar nicht weiß, wie ich es einsortieren soll. Wie man hier ein gutes Sortiersystem macht und so. Da wird man noch ein bisschen gucken müssen. Ich überlege, ob ich das hier austausche gegen die dunklen Dinger. Weil das dann so ein bisschen gerahmter aussieht, weißt du? Irgendwie sieht das, ich glaube, das sieht hier besser aus. Haben wir denn noch? Haben wir noch? Spruce Wood, haben wir noch. Wie viel brauchen wir? Natürlich 6 und wir haben
5. Wir haben Planks. Komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt auch mit Planks. So. Okay, komm. Das probieren wir nochmal schnell aus. Sieht ein bisschen besser aus, hoffe ich zumindest. So. Plank. 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 So, ne? Sieht so ein bisschen gerahmt aus dann da hinten. Hier nochmal. So. Zack, zack. Dann haben wir das. Und das drauf. Und das drauf. Das andere war die alte Pipe. Aber die neue kam auch an. Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt gekündigt. Hätte ich direkt gekündigt. Okay, super. Und sieht ja auch einigermaßen aus. Theoretisch kann man die ganze Wand da hinten dunkel machen. Aber naja. So, es funktioniert auf jeden Fall. Ich hab genug für heute. Ich muss eine Aufnahmepause machen. Am Anfang alles schiefgegangen. Und jetzt noch der alte Klopser mit dem Sortiersystem. Ich brauch mal eben eine kleine Pause. Pff, voll übertrieben. So, ich gehe erstmal ganz kurz schlafen. Und dann... Warte. Ich muss hier noch was in die Decke machen. Irgendwie sieht das an der Decke noch sehr karg aus tatsächlich. Sekunde. So. Boah, Alter. Boah, ich bin durch. Jetzt bin ich echt durch gerade. Freunde, ich würde sagen, das war es erstmal für diese Aufnahme. Im Stream geht es jetzt noch ein bisschen weiter mit ZDF, mit Einsortieren und sowas. Ihr wisst es ja. Aber für diese Aufnahme bin ich erstmal ein bisschen durch, alter Schwede. Das hat gerade gedauert. Und normalerweise, sowas findet immer normalerweise in den ZDF-Folgen statt. Oder ich mache sowas halt offscreen. Dieses ganze Rumexperimentieren, das ganze Rumtesten, das Gucken, wo es klemmt. Und das Gucken, wie man es vielleicht anders machen kann. Und und das ME-System wird noch schlimmer, glaube ich. Ich glaube, das wird noch schlimmer. Und eine Idee war noch, dass man als Eingangstruhe für das Sortiersystem, für das Lagersystem eine Ender-Truhe nimmt. Das wäre dann hier Ender-Chest, kennen wahrscheinlich mehr als ich. Das gute Stück, aber das Problem ist, das bräuchten wir dafür. Eye of the Ender. Die müssten wir erstmal finden. Oder halt Blaze Powder können wir vielleicht auch selber machen. Vielleicht wird es auch gehen. Blaze Powder kriegen wir aus, na, ihr wisst ja von wo. Da, wo ich nie hingehen will. Was ist denn der Ender Backpack? Ach krass, alles, was man in den Ender Backpack packt, ist überall, oder was? Das wäre interessant. Was gibt's hier noch alles? Ender Porter. Was ist denn Ender Porter? Was? Ender Amethyst? Was? Ich kenne das alles doch gar nicht hier. Resonant Ender, na klar, Florp. Resonant Ender Bucket, natürlich. Enderium Blend. Ja, was auch sonst. Der gute Enderium Blend. Ach ja, mit Shiny Metal, Pulverize und Silver und Tin. Klar. Ender Rift, Byproduct of Encrusted Obsidian. Ender Rift can be created, blalalala. By placing 4 Encrusted Obsidian's block in a diamond shape with a gap in the center. Okay. Raw Ender. Raw Ender Bucket. Das wird alles total easy. Ich würde sagen, dass alles... Alle diese Sachen werden wir in der nächsten Aufnahme erfahren, die wir mal alle natürlich durchgehen, die wir mal alle finden, alle sofort umsetzen, das wird alles sofort. Ich habe Angst vor dem, was uns noch erwartet in diesem Let's Play. Ich habe Angst vor dem, was da noch alles eigentlich ist und was sich noch alles machen lässt. Das wird richtig furchtbar. Es wird furchtbar, da bin ich ziemlich sicher. Oh Gott. Ich will das alles gar nicht wissen. Das wird viel zu viel. Aber naja, ich glaube, nach und nach werden wir uns da schon ein bisschen reinfinden. Nach und nach werde ich auch ein bisschen Ahnung davon haben. Ich freue mich, dass das hier alles einigermaßen klappt. Ja. Ist das eigentlich das Komplexeste? Nee, ich glaube, komplexer war noch die Erntemaschine. War ein bisschen komplexer, wobei die, ehrlich gesagt, die war relativ simpel. Ach ja. Die war relativ simpel von ihrer Machart eigentlich. Na, lass uns überraschen. Mal gucken, was noch passiert. Ich glaube, die Vault wird relativ komplex. Da freue ich mich aber drauf, die ganzen Felder anzuschließen, die Autoernter und Autopflanzer und hast nicht gesehen. Das wird noch sehr schön. Und wie wir da noch alles verkabeln, das weiß ich auch noch nicht genau. Da müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Funky Unicorn schreibt gerade, 20 Minuten folgen unregelmäßig. Klappt super. Wir hatten ja schon richtig viel Ausfall und immer 20 Minuten. Da halten wir uns ja eisern dran. Funktioniert sehr, sehr gut. Okay, Freunde,
Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Grüßt mit dem Zukunftsgronk, den alten Taugenichts. Und bis dahin, vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Euer Onkel Klaus. Ciao. Mit V. Tschüss. Es folgt eine Ansammlung von Szenen, also ungefähr eine, von Sachen, die zwischen den Folgen geschehen sind. Unsere ZDF-Aufnahmen. Zwischen den Folgen heißt immer, wir machen noch ein paar Sachen, die es einfach nicht ins Let's Play geschafft haben. Das sind meistens so langweilige Sachen, wie an der Wall drum basteln oder irgendwelche Sachen umfärben oder umsortieren, das Inventar einsortieren. All diese Dinge, und währenddessen wird meistens mit der Community geplauscht, außer wenn Dinge passieren, wie hier. Ah, das wäre eine gute Idee. Hast du recht. Hey! Hey! Nein, nicht essen. Ja! Ja! Nice! Skorbatschow, vielen Dank. Das fehlt jetzt im Let's Play. Das ist ja doof. So. Kratze. Im Nether kannst du auch den Atlas benutzen, falls du es nicht weißt, aber wenn... Was war das denn? Schnucki? Was? Was ist denn da passiert? Schnucki! Schnucki, ich liebe dich doch immer! Ich habe sie geliebt! Sie hat sie in den Tod gestürzt! Die war doch da gerade wieder! Wie ist sie denn da runtergekommen? So nicht, da wäre die gleich weg gewesen. Wie ist sie denn da runtergekommen? Kitte! Hey Kitte! Oh, die Insel der außergewöhnlichen Kinder. Oh, das will ich noch unbedingt sehen. Wie ist sie da runtergekommen, um Gottes Willen? Die ist wirklich abgestürzt. In den Tod. GDI, Jay-Z, vielen Dank. Das kann doch nicht sein, dass die tot ist. Wie ist die denn entkommen? Ich habe sie extra mit kurzer Kette, Liebe. Habe ich sie extra. Den FPS, nein. Nein. Ich bin schockiert und traurig. Was ist denn passiert? Warum? Wie ist das überhaupt möglich? Wie ist der da rausgekommen? Normalerweise fallen die halt nirgends runter. Die NPCs fallen eigentlich nirgends runter. Das wäre was fürs Let's Play. Ja, weiß ich denn das? Das kann ich doch nicht wissen. Warte. Ignoriert sie mich jetzt wieder. Das ist mein Lebensglück. Ich habe keine Ahnung. So, ich glaube, hier raus aus Cinderpearlen kann man daraus nicht übrigens dieses Zeugs gewinnen? Hier, Blaze Powder.
Können wir uns selber machen. Nice. Haben wir extra gesammelt alles? Sehr, sehr cool. Wer sind die coolsten? Ihr seid die coolsten. Natürlich, weil wir das schon vorher gesammelt haben. Das heißt, wir können theoretisch auch eine Ender-Chest machen, wenn wir einfach ein paar Ender killen und denen ein paar Perlen klauen. Haben wir schon Enderperlen eigentlich? Und Miete. Vielen Dank. Enderperlen haben wir zwei immerhin. Wir müssten mal irgendwann auf Enderjagd gehen. Ins... Sag mal... Was macht die denn? Wo kommt die her? Wo geht die hin? Ich folge ihr heimlich. Was macht die? Okay. Oh. Warum auf einmal jetzt? Stratocaster, viel wieder. Ih, Rosenkohl. Bäh. Na, mit Rosenkohl ins Bett legen. Na, Glückwunsch. Da wird's aber warm heute Abend unter der Decke. Wo geht die jetzt hin? Warte. Wo ist sie hin? Was macht die denn? Eigentlich darf die ja gar nicht rumlaufen. Das geht eigentlich nicht von der Programmierung her. Was macht ihr draußen? Nee, ernsthaft, was macht ihr draußen? Wie kommt ihr da draußen? Das ist mir ein Rätsel. Ich lass mal die Tür offen. Mal gucken, ob die jetzt auch hier durchgeht. Die Wegfindung müsste es eigentlich checken normalerweise. Die geht in den Wald? Was? Ich hab sie gerade noch gehört, aber ich weiß nicht. Ist die in... Was passiert denn da? Ist das eine selbstlernende KI? Hat die sich umprogrammiert, um sich mehr Freiheiten einzuräumen? Baut die sich jetzt selber hier irgendwas? Sah es hier schon immer so aus? Wie rätselhaft. Lerax, vielen Dank, Lerax, dankeschön. Ich verstehe nicht, wo sie hin ist. Die ist in den Wald gegangen und dann war sie weg. So, wie mache ich denn den Kühl? Ne, wo? Ich kenne mich hier nicht aus. Was ist das? Wo ist denn das Essen hier? Ja, das Essen. Wo ist das nur? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist kein da. Wie kriege ich das denn jetzt raus da? Wie? Das ist wie hier. Da bin. Was? Oh, wie gruselig ist das denn? Was machst du da? Ich bin nicht da. Ich bin nur ein krumpeliger, kleiner Klumpen hier in der Ecke. Wieso siehst du so komisch aus? Was? Wie siehst du denn gerade... Alter, aus dem Schatten. Wie gut muss das aussehen, wenn man so aus den Schatten beobachtet? Das sieht so gut aus. Mit dieser komischen Maske. Alter, wie gut. Wie gut ist das denn? Oh, ich hab dich auf dem Kopf. Boah, hab ich ganz vergessen. Das sieht, ja, ich bin was, auf dem Kopf. Oh Gott, dein Gesicht? Was denn? Hallo.
Willkommen zu Hause, Liebes. Oh nein. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Der Weg hier. Au. Oh, verdammt, ich muss jetzt wirklich mal was essen. Hallo. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ja, deine Olle läuft draußen rum. Oh, ich meine, deine Dame läuft draußen rum. Hast du Olle gesagt? Ja, ich sag immer Olle, klar. Ich bin erschüttert. Wie kannst du nur so reden? Was bist du für ein schlechter Mensch? Ich lass mich nicht verbiegen. So, ja, okay. Ein Burger. So, schön mit der Sense geht auch, ne? Sag mal. Ja. Das wenn ich dann noch gebückt gehe die ganze Zeit? Hallo. Guten Tag, gnädigste. Wenn ich das will. Nein, Bark. Hallo? Ja. Tschüss. Bist du so Professor Layton-Style? So. Oder Psycho, ich weiß es nicht genau. Psycho Layton. Sie sehen aber lecker aus, gnädigste. Nein. Lassen Sie sich doch mal anschauen. Ja. Geh zurück in dein Knusperhäuschen. Ich will Sie anschauen, gnädigste. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in the Woods. Das Leben in den Wäldern, es ist schön. Und wie man sieht, ist es auch anders geworden. Denn heute hat sich einiges geändert in meinem Leben. Also in Minecraft, in meinem Minecraft-Leben, hier in den Wäldern. Oh, was ist denn das da unten? Was ist denn das da unten? Das werden wir gleich erfahren. Ja, wir haben, also ich muss ganz kurz sagen, ich habe einige Sachen geändert. Hier 10 FPS Haus, das hat sich nicht geändert. Immer noch 10 FPS, aber man sieht, es sieht ein bisschen anders aus. Ich habe in einem langen, langen Prozedere alle Mods aktualisiert. Auch die Live in the Woods inkludierten Mods habe ich manuell, komplett manuell aktualisiert, weil ich wollte Live in the Woods nicht updaten selber, weil dann alle Configs gelöscht werden, alle anderen Mods werden gelöscht und so weiter. Und dann habe ich lieber gesagt, weißt du was, machst du selber. Es war ein langes Prozedere. Und es wurde sich des Öfteren auch Tinker's Construct gewünscht. Das ist eine Mod, mit der man sich eigene Werkzeuge machen kann. Zum Beispiel auch Spitzhacken, die ein Feld von 3x3 wegräumen, womit man viel schneller größere Räume ausheben kann. Fand ich total sinnvoll. Problem ist nur, wir werden dafür Sachen brauchen, die wir nicht auf unserem bekannten Radius finden. Also in unseren bekannten Mappen, sondern wir müssen viel, 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 viel weiter. Wir werden weiter außerhalb reisen müssen, um neue Materialien zu finden. Wir brauchen unbedingt irgendwas mit Portal. So, und dann, weil das nicht schon Wahnsinn genug war und der Tag sowieso schon, Tinker's Construct und Mantle, wer sich ein bisschen auskennt, Tinker's Construct, Mantle und Optifine sind Todfeinde. Die wollen nicht, die wollen einfach nicht, die wollen nicht, die wollen nicht, die wollen nicht. Vor allen Dingen, wir spielen immer noch auf der 1.7.10 und es hat lange gedauert, die zu tamen, ne, weil Life in the Woods macht immer Optifine seine eigene Version rein. Jetzt sind wir aber auf der aktuellen Optifine. Wir haben alles aktuell, außer Aichan-Tools, aber da ist nicht so wild. Die muss ich vielleicht später nochmal, und noch was anderes, was so anders nochmal. Irgendwas musste wieder downgraden, weil das mit einer neuen Mod nicht klar kam. Boah, das macht Spaß, Error-Logs zu wälzen, hier und auf dem Server. Das macht richtig Spaß. Und dann so alles so rauszulesen, hier, wo gibt's Error, lalala. Und weil uns dann natürlich langweilig, weil einem dann zu langweilig war, habe ich gedacht, weißt du was, probierst du mal ein paar andere Shader und Texturen-Packs aus. Pass auf, der Shader hier ist einfach die neue Version von dem, den wir eh schon nutzen. Ich guck mal ganz kurz, hier. Lalalala, Sildur. Und ich habe, Continuum ist leider defekt. Ich weiß nicht genau warum, den wollte ich ausprobieren. Warum bin ich auf 113? Ich habe mich schon gewundert, warum das... Okay, wir machen nochmal ganz kurz... Wir hatten ja wieder zurückgeschaltet auf 113. Guck mal, jetzt sieht hier alles ein bisschen anders aus. Noch ein bisschen grüner, noch ein bisschen fröhlicher, noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen lalala. Siehst du? Es sieht nochmal direkt, okay, wir müssen warten, bis da hinten wieder was aufbaut. Dieser Shader, den wir benutzen, ist leider sehr lahmarschig. Ne, das dauert ewig, bis es aufgebaut ist. Es sieht alles sehr, sehr cool aus, sehr, sehr schön, sehr, sehr fröhlich. Ich mag das sehr gerne. Und wir haben hier ein anderes Texturenpack, sieht man natürlich auch. Aber mit diesem Shader, es dauert, bis da hinten was aufgebaut ist. Es dauert einfach. Also dieser Shader ist nicht unbedingt der schnellste. So, Schnucki ist auch noch da. Und wie man sieht, die Sachen... Ich finde sowas hier zum Beispiel, das Texturenpack hier ist total geil, finde ich. Aber natürlich werden nicht alle Sachen unterstützt. Da zum Beispiel ist die alte Textur. Hier sind teilweise neue. Hier oben sieht man es ganz gut. Und teilweise alte Texturen ist so ein Mischmasch. Hier sieht man es auch ganz gut, neu und alt. Da wird natürlich nicht alles unterstützt. Ich habe einfach nur ein paar Texturenpacks ausprobiert. Können wir alles nochmal durchgehen. Ansonsten können wir natürlich auch... Ich finde es persönlich ein bisschen dunkel. Ach, hier ist unsere Liste noch, was wir machen müssen. Mystkraft-Ecke, NPC-Ecke. Ach ja, für Zukunftsgrong, stimmt.
Stimmt ja. Für Zukunftsgronk, der hat jetzt nämlich hier erstmal eine To-Do-Liste. Mystkraft-Ecke, NPC-Ecke, Bambuswald, Strohdach fertig, Zauberturm oder für Towncraft. Wegrandbeleuchtung, Seedurchgang, Tropenholz für Dorf. Für das Tropendorf. Eine Wendeltreppe. Habe ich das letzte Mal schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich finde diesen Notizblock voll geil. Ich finde den total geil. Outlast 2 Demo. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon gezeigt habe. Tiernetze und Tiere habe ich inzwischen auch schon heimlich gemacht. So ein paar zumindest. Wir haben noch ein paar Tiere geholt und hier, guck mal. Plattenteller. Haben wir jetzt ein Plattenregal mit Plattenteller und ja, Creeperface. Ich weiß nicht genau warum, aber das sind die Boxen. So,